Und hier sind wir wieder, du. Alter, funktioniert. Lara Croft in The Guardian of Light. Im 13. Level der Sog des Spiegels. Auf der Suche nach dem 10. Schädel. Und das ist die Stelle, wo wir uns vorhin umgebracht haben, in die andere Richtung. Wo wir uns vorhin gefragt haben, wie kommt man da lang? Und jetzt sind wir da lang gekommen. Das war der Rückweg, das ist die Antwort. Okay, hier ist der Ort, wo wir jetzt die Tür öffnen können. Ja. Tür geht auf, epischer Bossfight geht los. Obwohl nein, der hat ein eigenes Level. Ja. Hey! Good. We got him. He's trapped. He ain't going nowhere. You are too late. Behold, the sunrise is upon us. This world will crumble at my feet, and you will be the first to die. Oh, fuck. My ears are bleeding. I can't take any more of this sh**! Oh man. Wo zur Hölle ist der letzte Schädel und wo soll man das abschlagen? Keine Ahnung. Und es, fehlt uns auch noch ein anderes Power-Up, was da irgendwo sein soll. Naja. Wir haben irgendeinen Geheimraum vergessen oder so, keine Ahnung. Gut, als nächstes sammle ich die Punkte und dann versuchen wir das mit dem Schwungball nochmal. Und dann gucken wir noch gründlicher nach dem Rest. Okay. Und ich würde sagen, dann guckst du einfach mal nach, wo die Sachen bitte schön sein sollen. Ja. Würde aber eine Weile dauern, wenn wir alle Orte von allen 10 Schädeln abgehen müssen. Really? Okay. Möglicherweise. Spreche ich doch in die Luft. Einfach immer testen, ob es kaputt geht. Where the hell are we going? Ja. Was ist das denn? Die Weltkarte. Beziehungsweise die Map-Karte. Die Map zur Map. Map-Zeption. Würdest du auch wieder rausgehen? Erst wenn ich mein Inventar angeguckt habe. Ich habe die neue Waffe ausprobiert. Hier. Railgun. Okay, warte, das will ich auch sehen. Geht das Inventar denn nochmal auf? So schaut's aus. Welcher Key war denn nochmal das Inventar? Der da. Ich weiß nicht, welcher jetzt bei dir ist. Ich hab den Chat geöffnet, cool. Bist du nicht im Inventar? Ja, aber mein Chat ist offen. Gleichzeitig. Okay. Es ist Multi. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, Jadeherz! Hä? Jetzt komme ich da nicht mehr hin, weil ich schon weiter gedrückt habe. Das ist auch so was Nerviges. Ja, dann solltest du da halt nicht rausgehen. Okay, es gibt ein Jadeherz. 4 Sachen gleich. Klingt aber gut. Und noch eine kleine Schlange. Und was ist jetzt hier was Neues? Ja, aber du bist scheiße. Oh, tut mir leid. Ich will gar nicht so scheiße sein. Ich rede doch gar nicht mit dir. Rede von dem Scheiß, Alter. So, dann. Du hast die Schrotflinte ja schon. Kannst du dir ja schon angucken. Goldene Schrotflinte. Okay, die Railgun hat einfach mal Mini-Feuerrate, aber so viel abnormal viel Damage. Warte mal, das ist ein Jadeherz. Okay. Für die 10 Schädel kriegen wir doch auch ein Jadeherz. Gut. Kann sein. Okay, jetzt müssen wir vergleichen. Mega-Schrotflinte mit goldener Schrotflinte. Goldener Schrotflinte, mehr Muni-Verbrauch, mehr Waffenkraft. Ich glaube, wir haben ein zweites Herausforderungsgrab nicht gefunden bisher. Ich lese mich gerade so ein bisschen mit dem Geil. Die Railgun ist ein Sniper, oder? Also sieht ja, sie auch aus. Deswegen hat sie wahnsinnig Angriffskraft und schießt sau lahm. Okay, umgerüstet. Fertig.
Ich habe R geschrieben. Guck mal, jetzt habe ich den. Und den. Habe ich gerade die Felsen kaputt geschossen mit einer Schrotflinte? Es sah so aus, ja. Warte, sind hier noch irgendwo Säulen? Lass den Gegner mir übrigens. Ja, dann mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt, da ist TNT. Au. Au. Überall liegen die Punkte, ist das nicht schön? Dann sammeln sie alle ein, sammeln sie alle ein. Ja, der catcht them all, Punkte morgen. Hier sind noch zwei, wenn yeah, die bei dir da sind. Nein, die habe ich schon. Dann jetzt zumindest. Weil da oben waren noch welche. Okay, waren dann alle hier. Alles in die Luft jagen. Ich hätte einen Guide dabei. Nein. Den habe ich mir jetzt nicht komplett durchgelesen. Ja. Was passiert eigentlich, wenn man das Feuer hier da lässt? Weiß nicht so genau. Was hat man da Feuer? Komm runter. Versteht jetzt mit den Kombis nicht, wie das manchmal funktioniert und wie merkt und so viel. Was passiert eigentlich? Is this not beautiful? Warum bist du eigentlich jetzt englisch? It has become my kingdom and soon it will be your grave. Warum macht die COC in Englisch? Das macht für mich keinen Sinn. Keine Übersetzungspower. Ja, aber das wird ja original übersetzt. Er sagt ja nichts anderes hier. Komm. Ein Schild mal für dich. Was lag denn da rum? Voll hat. Was wir beim letzten Mal auch schon alles eingesammelt haben. Die Tür davon zu öffnen. Das lag da rum. Dieser Schädel. Okay. Ja, gut. Ah ne, das waren die, die nicht kaputt gehen. Einer ist einer. Oh, da oben sind Gegner. Alle Kombo. Geld gedroppt haben. Kombo, Kombo. Okay. Ich bin Combo Breaker. Kombo. Bei mir stehen da noch zwei Kombo. Ich bin der zu Kuchen. Ja, ach, jetzt habe ich. Okay. Bitte, bei dir mal nochmal zu. Okay. Ja. Okay. Lass dich. Diese Kugel lassen wir da jetzt erstmal sich um dich selbst drehen. Ja, ich schätze mal, die Zeit zählt erst, wenn wir das Ding da runter holen. Und dann sammeln wir mal dein Geld ein. Das ohne Scham zu erleiden. Ich hab gesagt, ohne Scham. Was ist denn jetzt? Okay, ab jetzt. Hä, warum ist die weggegangen? Warum ist die runtergegangen? Hast du weggesprengt oder was? Nein, hast du nicht gesehen, dass da Meteoriten kamen? Lol, ja. Ja, haben wir schon verkackt. Natürlich. Wieso? Wir müssen nur an den Typen vorbei. Komm schon. Ja, schieb rein. Das war schon viel zu viel. Ich glaube, das schafft man nur, wenn man die Kugel fast permanent sprengt den ganzen Weg. Da fällt sich Bomben. Ja, klar, aber so wie wir die immer sprengen, da schießen wir sie eher rückwärts. Ich glaube nicht, dass. Naja. Ich glaube, das ist ein Schluss, wenn wir alles andere haben. Das ist immer ein Ding. Hier ist mal wieder Kinderbesuch angesagt. So, dass ich das im Hintergrund anhört. Hörst du das denn? Ja. Das ist laut genug.
fällt das selber nicht auf, den hört das. Wobei ich höre manchmal mehr als man in der Aufnahme. Okay. Willst du die beiden Punkte da nicht einsammeln? Bei mir sind da keine mehr. Sind wir übrigens so? Bitte. Also jetzt kann ich nicht weitergehen. Ah! Ey, was machst du denn? Lauf doch weiter da wieder zurück, damit ich da lang gehen kann. Warum willst du da lang gehen? Da bist du auf einem anderen Weg gehen. Bin ich auf deiner Seite weg. Welchen anderen Weg? Gib mir rein. Ja, doch, den, wo du dann direkt gefahren bist. Nein. Also. Ich überrolle hier. Mein Gott, dieser Stein ist okay. Aber da geht's schneller. Nein! Ja, Chef! Ich wollte da gerade reingehen und dann ist der Ball aber nicht drin. Ach, hier ist doch nicht so heftig. Ja, besiegen sie die Torwächter, ich kann ihn gar nicht sehen. Warte mal, was fehlt uns eigentlich jetzt noch? Oh, das ist nicht der Knopf, wo die Angst hat. Ja. Ja gut. Wenn du der Reifen ist, länger. Gott. Das vorne auf den Boden zu legen, ist eine Scheiße. Fängt an mit diesen Controller-Literaturen. Abgewartet. Ah lol, da steht sogar da, wie viel das brauchen würde. Wer auch immer die runterschmeißt, da kann ich gut zielen. Wenn ich sterbe, kannst du weitergehen. Wobei ich brauche echt nicht lang. Muss das Zeug nur schnell dann rausholen. Wir haben aber jetzt das Inventar, Mann, Alter. Kann man Steuerung in Ingame nachgucken? Findest diesen Knopf echt nicht? Ja, ich dachte I, aber nein, ist anscheinend nicht. Soll ich ihn hier drücken? Was entfernen? Ist immer entfernen. Ah, okay. Dann entferne ich bin mal fertig. Das Zeug hier. Schade, Herz. Okay, uns fehlt ein roter Schädel. Bei dem Ass weiß ich nicht wo. Sag mal, wo sind die Sachen, die uns fehlen? Ja, das kann ich auch so gut wissen. Im Guide steht alles drin. Ja. Ich schätze, dann sag uns fehlt das zweite Herausforderungsgrab. Dann solltest du nicht... Hey, wir waren nämlich nur in einem. Dann solltest du nicht laggen. Hey, warum hast du das Spiel verlassen? Habe ich nicht. Und hier steht jetzt plötzlich, sollten Sie dem Online-Spiel beitreten, gehen sämtliche Fortschritte seit dem letzten Speichern. Okay, ich möchte beitreten. Ja, das ist normal. Das Spiel existiert nicht mehr. Und jetzt bin ich draußen. Was soll der Scheiß? Ja, anscheinend liegt es aber dann an deinem Internet, dass du rausfliegst. Das hat nichts mit Internet zu tun. Es ist das Spiel. Nein. Ich habe einfach nur... Was war vorher noch nie? B drücken, habe ich B gedrückt. Ich kann mich übrigens nicht selbst einladen zu dir. Das musst also du machen. Ich dachte, ich spawn einfach mitten in Game. Wieso bist du auch aus? Ich hab doch gesagt, du weißt, dass das Spiel nicht automatisch irgendwie ein Einzelspieler geht, sondern rausschmeißt, wenn der andere rausgeht.
so ein Mist. So eine Funktion hat das nicht. Ich starte einfach neu, oder? Ja, ja, auch nicht. Wird dann zwar länger dauern, bis wir dann Herausforderungsgrad 2 sind. Okay, TNT-Kiste ja, an der Mauer ist der erste rote Schädel. Sag mal, wo genau sind diese ganzen roten Schädelchen? Sollen wir echt alle nach der Liste durchgehen? Ja, wie wild wollen wir sonst machen? Okay. Gut. Das wird natürlich eine Weile dauern. Das ist auch Antwort. Gehe geradeaus weiter zu der TNT-Kiste an der Mauer und sprenge sie. Um den roten Schädel Nummer 1 zu kriegen. Also TNT-Kiste an der Mauer, hoch. Wieder vielleicht. Haben wir freundlich gemacht. BTF, wirklich? Den haben wir übersehen. Naja, ich muss jetzt die Tür aufgehen. Okay, das ging jetzt schneller als erwartet. Okay. Dann ja, haben wir gleich mal ausrüsten. Dann haben wir noch diese kleine Item da unten. Was ausrüsten? Achso, was haben wir jetzt bekommen? Nochmal ein Ja, der jetzt. Was? Macht exakt das gleiche. Oh ja, geil. Okay, jetzt haben wir offiziell die besten Items im ganzen Spiel, weil alles plus 1 ist das Beste, was es gibt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Na, ich schätze schon. Naja, es gibt auch noch 4. Ne, es gab glaube ich 6 Werte. Okay. Also könnte auch noch was anderes geben. Was ist mit dem letzten Power-Up? Ja, das ist eine gute Frage. Was für Power-Ups? Mhm. Also, wir haben ein Waffen-Upgrade, ein Lebens-Upgrade. Ne, warte, das ist ein Muni-Upgrade. Eine Waffe und 2 Artefakte. Was gibt es noch? Ich lese mal alle vor. Als erstes kommt ein Gesundheit-Upgrade. Das haben wir. Dann kommt ein Munitions-Upgrade. Haben wir auch. Dann kommt ein Artefakt. Haben wir. Dann kommt noch ein Artefakt. Haben wir. Dann kommt Gesundheits-Power-Up. Okay, es fehlt ein Gesundheits-Power-Up. Warte, das ist die Bonus-Herausforderung. Zerstören Sie 2 Schilde mit einem Truck. Die müssten wir doch haben. Oder nicht? Ja. Die sind separat dazu. Ich dachte eigentlich, das ist aufgetreten irgendwie. Nein, der Guide ist ein Fließtext. Das macht es ein bisschen schwerer. Okay, zweites Herausforderungskraft. Das ist eben das, wo ich denke, da waren wir noch nicht drin. Da ist ein Relikt. Maske von Zipakli. Warte. Reliquie, Maske. Relikt. Weiß nicht, wie die aussieht, oder? Maske von Zipakli. Nein, weiß ich nicht. Maske von C. Wie genau fängt das an? Mit C, oder? Da ist auch das mit Schlagen Sie ein Ass. Okay, ich glaube, das zweite Herausforderung, da waren wir wirklich noch nicht drin. Das kann sein, weil ich sehe jetzt keine Maske, die so heißt. Weil das steht halt, das ist auch so schwer zu erreichen. Man muss da mit einem Speer irgendwo hinschmeißen und dann kommt man auf einen Hügel hoch. Ich weiß nicht genau wo. Okay. Ja, dann. Da müssen wir erstmal hin. Wo genau das ist? Das ist beim 9. Schädel, also es ist noch ein bisschen spät. Okay, du weißt, wo der 9. Schädel ist. Laufen wir mal durch. Wir spielen jetzt erstmal so weit, dass wir 2 von den 3 Schädeln auf diesem Boden davon haben, okay? Dieser Block da oben ist nicht wichtig dafür, oder? Nein, steht den Fach nicht. Is this not beautiful? This is the world I have known these last 2000 years. My prison has become my kingdom and soon it will be your grave. Okay. Sind sie ja. Das hier ist das. Gut, das erste Hände. Das Ziel ist, da geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Gut, unsere nächste Chance ist das 15 Sekunden Dings da runter zu machen. Ja,
diese Kugeln irgendwann nach einer Zeit runterfallen und die Kugeln immer random runterfallen. Oder da getroffen haben, weil wir da standen. Weiß nicht so genau. Oh, dann werden wir prüfen. Okay. Willst du es nicht mal runter? Okay, ich schnapp dir. Okay, jetzt bist du dran, leider. Hier bist du deiner Bombe. Nein, es sollte eigentlich aber schneller nach vorne rollen. Ich glaube, dafür werden wir denken auch. Ist da auch ein Guide für, wie man das am besten anstellt? Ja, das geht, glaube ich. Kann ich spielen und lesen gleichzeitig. Und sich den Kopf zu sehr drehen, kann ich beide Bildschirme gleichzeitig entstanden. Da tut die Text an den Rand von dem einen Bildschirm dran. Der ist so viel Text. Ich hab's gerade hinbekommen, dass der Text alle komplette Geister des Textes umfassen und komplette Bildschirm. Vielleicht ist das genauso wie mit der Aufnahme, das verstehe ich kaum, dass ich hier keine Geräusche mache. Dann sollte der Spiel leiser stellen. Vielleicht fang an zu schreien. Also, wie schreit man am besten? Hey, für Bempern. Was? Achso! Warte. Hast du dir eigentlich eine Video angesehen, wo ich geschrieben habe? Ja. Dass das ein Zeig ist. Ja. Das war ein. Findest du das cool? Ja, ist ganz witzig. Sowas einzubauen. Frag mich ja gerade. Was? Wo sind wir denn jetzt? Goldener Schlüssel Nummer 2. Hinaus in die frische Luft. Okay, das sind wir jetzt. Gehe zum Haupttor, vor dem wir zwei goldene Dinger bleiben müssen. Und dann nach rechts zum ersten Herausforderungsgrad. Aber das sollten wir ja haben. Außer wir haben das erste verpasst und nicht das zweite, aber das weiß ich jetzt nicht. Okay. Hier rechts ist das erste Herausforderungsgrad. Also, das war dann wahrscheinlich das hier. Ja, das sollten wir haben. Das haben wir, glaube ich, gemacht. Schauen wir uns das nochmal an. Ah ja, genau, das war der Teil. Okay, aus da. Aber bevor es weitergeht, würde ich sagen, ich beende den Part. Bewerten nicht vergessen, links und rechts sind zwei Videos und unten ist die Playlist. Tschüss. Ciao.